Keine 40 Kilometer von Hamburg entfernt liegt St. Dionys, ein Dorf am Rande der Lüneburger Elbmarsch. Der Ort, welcher urkundlich 1333 erstmals erwähnt wurde, liegt inmitten von Marschland geprägten Kiefernwäldern. Nur wenige Gehminuten von einem der renommiertesten Golfplätze Deutschlands entfernt, befindet sich hier im Herzen der Lüneburger Heide ein wiederaufgebautes Heidedorf. Bestehend aus mehreren Einzelhäusern und Appartements, bietet es Raum für individuelles Wohnen und Arbeiten, aber auch die Möglichkeit der Freizeitverbringung in einzigartiger Natur. In perfekter Mischung wurde hier Architektur sensibel in die bestehende Landschaft eingebettet. An diesem Standort sind zwei Appartements zu erwerben, welche sich im selben Haus nebeneinander befinden. Im ersten Obergeschoss und in unterschiedlicher Größe bieten sie auf 55 und 45 Quadratmetern Platz für Familien oder Feriengäste. Ausgestattet sind beide Appartements mit Wohnraum, Schlafmöglichkeiten und Sanitärbereich. Darüber hinaus gibt es eine Ausbaureserve im Dachgeschoss. Beide Wohnungen bestechen durch ihre hochwertige, individuelle Kompletteinrichtung. Das Haus selbst ist in den 80er Jahren fachgerecht wieder aufgebaut worden. Es besticht durch ein redgedecktes Dach und Klinkerwänden im Außenbereich. Wie in der gesamten Gemeinde St. Dionys wurden die Qualitätswerte von anspruchsvoller Rekonstruktion und Sanierung hochgehalten. Hier ist Wohnen in Natur und ein kurzer Arbeitsweg in die umliegenden Ballungszentren Hamburg, Hannover und Wolfsburg gut miteinander zu vereinbaren.